Und da wären wir auch schon wieder. Nach der letzten Folge, wo wir primär eigentlich nur im Dwarven Therapist gearbeitet haben und alles eingestellt haben, sind wir jetzt wieder im Spiel. Ich habe auch noch das Ganze zu Ende gemacht. Das hat mal eben nochmal zwei, dreimal so lange gedauert wie die Folge an sich. Nur um die ganzen Feineinstellungen zu machen. Und ich habe jetzt hier dem neuen Engravermeister oder den zukünftigen Engravermeister schon ein bisschen was an Arbeit gegeben. Währenddessen der alte sich ausruhen darf. Und wir wollten noch, jetzt will ich kurz zum Eingang springen, so, und die Goldstraße zu Ende bauen. Also B, Schiff, C, Boden. Das können die Jungs dann machen, damit keine Pilze hier wachsen und eventuell den Weg blockieren. Haben wir noch genug Gold, geschmolzenes Gold, 37 Stück. Das wird langsam auch knapp, sollten wir auch langsam wieder einschmelzen. Aber das können wir halt erst, wenn wir die ganzen Holzsorten zurecht sortiert haben und Überschuss dann verbrannt haben. So, Gold, Gold, Gold ist alles, was ich habe. Oh, reicht nicht. Okay, dann halt nur ein kleines Stück. So. Goldbarren. Das könnt ihr schon mal werkeln. Holz. Genau. Da wollen wir jetzt ganz viele Stockpiles bauen. PW. Die waren wie groß? Kuh? Okay, die waren 3x2, 3x2, 3x3, 3x2, 3x2. Okay. Stockpile Wood. 3x2, 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 3x2 und 3x2. Ich würde die echt gerne alle markieren können und ihnen gleichzeitig alles wegnehmen können an Zusortierung. Aber ich glaube, das geht nicht. Können wir mal gleich mal gucken. Also wenn ich mit Q rübergehe, dürfte nur ein einziger davon blinken und es gibt keine Option, noch einen Stockpile zu dieser Auswahl hinzuzufügen. Das wäre nochmal richtig schick. Gerade für so ein extremes Micromanagement wie hier jetzt gerade. Obwohl das noch nicht am Extrem ist. Man kann die Stockpile ja auch so einstellen, dass sie nur bestimmte Qualitätsstufen annehmen. Das ist zum Beispiel ganz praktisch, wenn man irgendwas dekorieren will. Dann macht man sich einen Stockpile mit Sachen, die schon recht viel Wert haben, direkt neben einem Craft Stores Workshop und daneben dann noch irgendwelche Stockpiles mit Edelsteinen, die recht gut geschliffen sind. Oder anderen wertvollen Sachen. Und dann wird halt nur das teure Zeug verarbeitet. Aber gut, wir haben jetzt alle fertig. Nö. Wir haben jetzt nicht die Auswahl, überall S zu drücken. Also drücken wir S. Müssen auch sehr extra hinscrollen. Und D. Oh, weia. Nee, komm, das mache ich jetzt mal nicht on camera, das wäre zu nervig. Also ja, bis zur nächsten Folge werde ich die alle so eingestellt haben, dass keine Holzsorte zugeordnet wurde. Und danach wahrscheinlich noch, dass jede Holzsorte einen einzigen davon zugeordnet bekommen hat. Dann hat jede Holzsorte 2x3 bzw. 3x3 Platz. Wir warten dann, dass die Zwerge alles dahin schiffen und verbieten es sofort, damit wir hier unseren Vorrat haben. Was ist eigentlich mit dem gelben und dem weißen Holz da? Also dem Fungiwood und den Tower Caps. Die hätten doch eigentlich auch schon hierher gebracht werden müssen. Und wir haben genug Leute, die das auch tun. Also ja, jeder, der jetzt einen Beruf hat, wird nie wieder haulern. Das haben wir so eingestellt im Dwarf Therapist. Das heißt, recht viele Leute werden jetzt nicht mehr arbeiten, weil gerade nichts zu tun ist. Zum Beispiel nehme ich an, dass die Masons nichts machen, weil wir nichts im Auftrag gegeben haben. Könnte sein, kann aber auch was anderes sein. Oder die ganzen Edelsteinschleifer. Die werden halt durchgehend nichts zu tun haben, weil ich einfach nicht riskieren will, dass die irgendwo hinlaufen, wo sie nicht hinlaufen sollten. Außerdem habe ich allen Haulern auch den Miner-Befehl weggenommen. Das heißt, nur unsere Hammerzwerge werden jetzt minern, um halt ihre Werte hochzubekommen. Ich habe auch noch zwei richtige Miner, die habe ich Dedicated Miner genannt. Die haben den Skill auf Maximum. Das heißt, wenn wir irgendwas ausgraben, was richtig viel wert ist, sagen wir mal Platin oder Obsidian oder irgendwas anderes, dann wird auch auf jeden Fall das Ding auf dem Boden landen. Das hängt nämlich ja von dem Skillwert ab, ob Steine auf dem Boden liegen bleiben oder nicht. Jedenfalls war das noch bis vor kurzem so. Und so oder so, es kann es nicht schaden, auch wirklich gute zu haben für Notfall. Die machen bis dahin auch gar nichts. Die entspannen auch nur. Aber trotzdem müssen wir noch mehr als genug Haule haben, das passt eigentlich schon.
Jetzt irritiert mich das aber doch ein wenig, dass die Holzsorten immer noch da sind. Ich guck mal kurz. Holz. Towercaps, Fungiboots sind nicht mehr da. Na gut, wohl nur eine Frage der Zeit. Was haben wir noch? Ah ja, genau, die Stein-Stockpiles wollten wir einstellen. Der hier ist nur für dieses Kaolinit. Okay, wir drücken jetzt PS. Und machen den ganzen Bereich hier. Zu einem Steinstockpile, aber nur für B. Nur für Kaolinit. Das da. So, und den da nehmen wir komplett weg. PX. Und da kommen dann nachher die Workshops hin, die mit den Steinen arbeiten sollen. Und eventuell bekommen die noch einen kleinen Mini-Stockpile von dem Material, was sie brauchen, also auch Kaolinit. Und der nimmt dann von diesem Stockpile, also der Kleine nimmt vom Großen. Und hier haben wir unsere Vorratslagerung quasi. Damit die ganzen Steine halt nicht überall so rumliegen. Und ja, man kann sie auch mit H verstecken, also mit DH, aber das mag ich nicht so. Also, unten kommen die roten Steine hin. Oben wollte ich dann die braunen Steine haben. Rechts und links Granit. Oder nur auf einer Seite Granit und auf der anderen Seite kommen dann die ganzen Rammsteine hin, wovon wir so ein paar verschiedene haben. Ja, das klingt doch gut. Also, PS. Wir hätten gerne hier... welche Farbe, welcher Stein ist das? Gneis? Nee, Chert. Du, D. Nee, B. Chert ist ein anderer Stein. So. Und den Stockpile da unten heben wir auch auf. Jetzt habe ich ein Stückchen davon weggenommen. Und man kann die ja nicht erweitern. Das ist doof. Also gut. Nochmal hier. Stone. Und wir hätten gerne B. Und wir hätten gerne anderen Stein. Chert. So. Und schon sehen wir nur noch 15 Leute, die nichts zu tun haben. Das sind halt die, die wirklich nichts zu tun haben, weil ihr Beruf gerade nicht gebraucht wird und sie zu wichtig sind, um zu haulern. Also ja, es wurde auch erwähnt, dass wir, dadurch, dass wir so große Stockpiles haben, nur 3 Wheelbarrows zuordnen können. Das ist richtig. Das heißt, das müssten wir wahrscheinlich auch nochmal ändern. Aber das können wir auch machen, sobald die Steine da sind. Erstmal will ich jetzt nur ein bisschen Übersicht haben. Und wir wollten links noch Granit auf jeden Fall. Der Stockpile rechts wird ein bisschen komplizierter. Ähnlich wie bei den Holzsorten. Das spare ich mir also erstmal für diese Folge. Du, B. Und hier soll nur Granit hin. So. Dann können wir auch mal gucken, wie viel Granit wir noch über haben. Und wir sollten auch demnächst neue Blöcke herstellen. Denn so wie ich das gesehen habe, haben wir nicht mehr allzu viele davon. Ich hatte irgendwo schon ein paar gesetzt. Genau hier oben habe ich Befehle gegeben, dass schon ein paar neue Platten gesetzt werden sollten. Weil ich das halt nicht on camera immer wieder machen will. Aber die sind dann langsam ausgegangen. Und wir haben noch sehr, sehr viel, was wir abdecken müssen. Vor allem, wenn ich irgendwann anfange, die Mauern hier einzureißen. Also irgendwann will ich die ganzen Mauern hier einfach rausnehmen und der richtige Stein, Granit, Block, Mauern hinsetzen. Damit es alles einheitlich aussieht und man nicht diese komischen Farbveränderungen hier hat. Der Haken dabei ist halt, dass man dadurch die Wand dahinter sehen kann und die dann eine andere Farbe hat. Aber na gut, das kann man halt nicht ändern. Das ist übrigens einer der Vorteile von Gnomoria. Da kann man halt alles immer genauso wieder hinbauen, wie es vorher war. Obwohl, ich glaube, die haben auch so einen Fehler mit der Grafik. Aber na gut. Goldstraße wird gebaut, sehr schön. Okay. Ich hätte schwören können, dass irgendein Zwerg jetzt auf die Idee kommt, da schon mal Holz reinzusortieren, weil wir halt überall noch nicht die Holzsorten rausgenommen haben. Aber anscheinend haben wir hier oben noch genug Platz. Ja, okay. Hier wird langsam gearbeitet. Aber ja, Wheelbarrows. Die können wir schon mal zuordnen. Wir hätten gerne mit W maximal 3 Stück. Maximal 3 Stück. 3 Stück. So. Dann gucken wir mal in Stockpiles, ob wir überhaupt so viele davon haben. Und was sind die Dinger?
die sind mir ja auch relativ neu, die Wheelbarrows. Früher ging das alles einfacher. Also, da haben die Zwerge halt die Steine noch recht schnell getragen. Ohrringe, nein. Mechanismen, nein. Kleine Steine? Slabs? Nö. Wir haben 262 Leichen. Wahrscheinlich auch eher Leichen und Leichenteile. Aber nee, das sind auch keine Wheelbarrows. Muss man überhaupt bauen? Ich glaube schon. Na gut, guck genau hin. Dann findest du es auch eher. Lebende Tiere? Nö. Blöcke. Oh, können wir kurz gucken, wie viel Granit wir noch haben. Gar keine. Gar keine ist nicht viel. Ah doch, da. Granitblöcke, 1300. Ja, okay, aber das sind die, die wir auch schon verbaut haben. Das ist ein wenig irreführend. Na gut, gucken wir weiter. Steine, nein. Betten, Cabinets, Weapon Racks, nein. Nö. Sehe ich jetzt nicht. Also es kann sein, dass ich übersehen habe. Oder sie haben so irgendwas zugeordnet, was ich irgendwie komisch finde. Oder sie sind einfach noch nicht drin. Das kann ja auch sein. Okay, lassen wir das erstmal. Und gucken, ob sie da welche anschaffen. Also ich sehe hier zum Beispiel schon mal einen stehen. Das ist doch einer, oder? Ja, Mango Wood Wheelbarrow. Okay. Da unten kommt auch einer. Und ich glaube, ich gehe mal zu dem anderen Stockpile, den wir hier irgendwo hatten. Und nehme dem einfach seine weg. Der hat nämlich, glaube ich, hier zugeordnet. Genau, der hat drei Stück zugeordnet. Und den sollten wir allgemein auch nochmal auflösen. So. Das war noch ein Stockpile von Steinen. Da hatten wir davon noch mehr. Also ich weiß, wir hatten recht viele, die über mehrere Etagen verteilt waren. Und das war recht unübersichtlich. Aber ich glaube, jetzt haben wir die alle aufgelöst und auf eine Etage verfrachtet. Auf die hier. Hier ist nichts. Hier ist das Holz. Hier sind die Wohnräume. Nö, sehr schön. Also haben wir jetzt eine Etage für Holz, eine Etage für Stein. Und dann machen wir hier irgendwo noch im ähnlichen Maße weiter. Mit den ganzen anderen Stockpiles, damit wir es alles viel übersichtlicher bekommen. Also der hier muss noch aufgelöst werden. Der hier unten muss umsortiert werden. Ein paar Sachen davon gehören ja oben zu den Verkaufsgütern, glaube ich. Und wir können mal die Ambosse einschmelzen. K. Warum ist der Tisch grün? Oh, das ist ein Artefakttisch. Stimmt, wir könnten mal einen Stockpile machen für alle Artefakte. So eine Art Schatzkammer. Oh, das wäre doch mal ein schickes Projekt. Da kommen auch die ganzen Goldbarren und die Platinbarren da rein. Und ja, sehr schön. Der Knochenstockpile kann eigentlich so bleiben. Und der Schießstand hier unten. Ja, irgendwann müssen wir auch die Armbrustkämpfer wieder auspacken. Und dann brauchen sie auch einen Platz zum Trainieren. Also das können wir ruhig so lassen fürs Erste. Und das hier ist unser Blockstockpile, der auch echt wüst aussieht. Aber er funktioniert. Das ist immer nur ein Block. Ich hätte schwören können, die könnte man stapeln. Ach so, wir haben keine Bins zugeordnet. Okay, das machen wir doch gleich mal. V. 5 Bins und gucken, was passiert. Eigentlich war ich mir nicht ziemlich sicher, dass man Steine, also Steinblöcke in Bins reinpacken kann. Und dadurch hat man gleich wesentlich mehr Lagerplatz. Und wir haben wieder 77 Arbeitslose. Also anscheinend sind gerade keine Haulerjobs frei. Mindestens einer müsste doch hierher kommen. Oh, und Tami nimmt wieder JM. Genau, Brass Table können wir nicht herstellen. Du bist bitte rausgenommen. So.
Na gut, es kommt anscheinend keiner mit dem Bin hierher. Vielleicht haben wir auch keine mehr über. Die gehen ja recht schnell weg. Können wir aber auch einen Auftrag geben, sobald die Holzverarbeitung hier zugeordnet ist. Und das mache ich jetzt am besten auch gleich mal. Das heißt, wir machen jetzt einen kleinen Cut. Und in der nächsten Folge sind die ganzen Stockpiles hier jeder einzelnen Holzart zugeordnet. Also bis gleich.